Ist der hier drin oder wie? Wofür nur den? Also hier müssen wir warten. Ich kann auch bei der Gelegenheit mal. Wo sind da, wo ist das Fahrzeug? Fahrzeichen? Das Gegenstück. Ich weiß nicht, ob wir das lösen können. Okay, da hatten wir was im Inventar. Arithmetik. So, durch die 2. Okay, 2. Okay, 6 minus 4 minus 2. Ich bin zu voll zum selber rechnen. Okay. Ist 0. Also 0 war, glaube ich, der 0 war der Demigeist, wenn mich alles täuscht. Oh, Hausmeister. Wo ist Nummer 2? Muss irgendwo noch Fragezeichen sein. In der Nähe. Hey, I'm stuck. Och komm. Gehen Becken und Backen mit 2. Ne, zum Glück nicht. Softlock. Das Rätsel jetzt lösen. Wo ist Nummer 2? Wo ist der Schaltcode für die Nummer? Hier ist das. Was haben Sie jetzt vor? Ist aber ziemlich weit weg. Komme ich ja genau richtig zur Rätselzeit hier. Yep. Willkommen. Willkommen, Rainbow. 11 minus 5 minus 1. 2, 3, 4, 5. Erstmal jede Säule mitnehmen, genau. Es wird viel los im Chat hier. Ist ja großartig. Ich kann nicht rechnen. 11 minus 5 minus 1. Des Taschenrechners nach müsste das 5 sein. Und 5 ist. Hausmeister, du musst mal kurz warten. 5 ist die haarige Spinne. Die haarige fette Spinne. Was auch immer zum Tierwesen ist. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Hier diese haarige Spinne. Müsste jetzt eigentlich. Jo. Geheimkammer. Ein bisschen eine Brille. Und einen Tisch. Die Brille gleich mal gucken. Ne, ich nehme die.
Jetzt haben wir, jetzt sind wir wieder voll, jetzt müssen wir. Ach. Wir werden mal ein paar Sachen in Hogsmeade. Erinnert mich, dass ich in Hogsmeade verkaufen wollte. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie erste Prüfung haben wir abgeschlossen. Besuch in Hogsmeade zu treffen. Rainbow. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Erste große Prüfung. Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Fantastische Animation. Hui. Dafür haben wir jetzt den ganzen Tag gewartet. Können Sie mir einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demigeists. Cornelio, ein Demigeist? Ja. Gang vom Honigtopf. Hinter der Statue einer Einäugigen verbirgt sich ein Geheimgang. Von Hogwarts zum Keller vom Honigtopf. Er kann nur mit einem besonderen Zauber geöffnet werden. Furchterregende Kreatur, da waren wir ja schon. Die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demigeists. Dämonen sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich Ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Ja. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben Sie sich durch Ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben Ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in Ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Warum sollte ich? Das erscheint mir unnötig riskant. Ach, seien Sie versichert. Das Risiko ist gering. Und es gibt sogar eine Belohnung. Ich werde Sie einen besonders nützlichen Zauberspruch lehren. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Aber die Ausgangssperre... Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen. Sie hat für mich noch nie gegolten. Die Schule lag mir zu Füßen. Hat mir noch niemand irgendein Wünsche darüber gesagt, wenn ich nachts draußen bin. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler. Oh, und da müssen die wir hin. Andere im Krankenflügel. Wir müssen an beide Orte. Danke. Wir müssen Zeit ziehen. Das lohnt sich doch. Oh, Allohomora.
großartig. Genau dafür. Alohomora. Endlich können wir manche... Oh, Schloss knacken. Ich kann mal manche Räume rein, wo wir vorher noch nicht hin konnten. Wie tut das funktionieren? Um die Funken zu bewegen, um sich scheint zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Müssen wir zueinander drehen oder? Verstehe nicht ganz. Da tut sich irgendwas. Und was passiert da aber? Und warum funktioniert das? Aha, okay. Ach, sehr gut. Sie sind drin. Denken Sie dran, mit dem Desillusionierungszauber wird sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Das haben wir jetzt gar nicht als Zauberspruch, sondern einfach als Basis. Hier, genau. Machen wir dann einfach mit dem F. Okay, wir müssen mal... den Zauber hier. Ich hoffe, Piefs kommt uns jetzt nicht in die Quere. Ja. Änderungen ans Kollegium. Die Hauselfen von Hogwarts leisten hervorragende Arbeit und sind der wichtigste Grund dafür, dass im Schloss Ordnung herrscht. Keine noch so große Anzahl magischer Gegenstände, mit denen sie konfrontiert sind, ist ihnen zu groß. Kürzlich jedoch ist ein ganzer Stapel Zauber, Kneipenbons hinter einem Polster losgegangen. Es war eine entsetzliche Kakophonie. Einer der armen Elfen wurde vollständig im blauen Rauch eingehüllt, und diejenigen von uns, die in der Nähe standen, trugen für den Rest des Tages ein entsetzliches Klingen in ihren Ohren. Nehmen wir an, dass Peeves der Schuldige ist. Bitte seien Sie aufmerksam und vorsichtig. Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Bitte nicht Peeves. Okay. So, können wir die ablenken. Ein Schlüssel können wir noch nicht knacken. Alohomora. Es fliegt doch auf, wenn wir hier... Ich glaube, ich habe den Kuhn langsam raus. Mein lieber Abraham.
Sie wären überglücklich, wenn sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor ihrem Arbeitszimmer mit Kuboldsteinen spielen. Ja, ist mir zu lang. Pelzmütze. Okay. Deswegen sind wir jetzt eingeboren. Für eine Pelzmütze. Ach. Ich bin jetzt mit Level 17. Haben wir das nicht schon? Nee, haben wir noch nicht. Ablegen. Machen wir den Hut weg. Zwanglose Pullover. Aha. Das bringt tatsächlich 30 Stats. Das ist trotzdem schlechter. Ich würde das mal schnell zerstören. Und das hier auch. Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Oh je. Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter um. Muss man an, da muss noch länger lauschen. Es ist ja noch früh. Vielleicht bessern sie sich. Das sagst du jedes Jahr, Mathilda. Okay. Lässt dann über Schüler ab. Vertrauensschüler. Das war dumm. Ich muss da lang. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Keiner da. Hallo, Honora. Sehr schön. Und train hier. Können wir die hier rauslocken? Weniger streitlustig, wenn sie Zauberstäbe haben dürfen. Wenn einer der Kobolde mir zu nahe kommt, ist er geliefert. Das garantiere ich. Wir müssen nochmal am Tag hin. Stimmt. Warum lässt du die Kobolde nicht in Ruhe, du Troll? So sprichst du mit einer Vertrauensschülerin? Ich bin auch Vertrauensschülerin. Das reicht. Ich würde nur ein bisschen warm gehen. Ist das? Ich hab fast Lust, dich ins Büro des Schulleiters zu schleppen. Ich wusste, dass es auch fliegt. Verdammt. Ich hoffe, es gab einen Checkpoint.
Oh nö. Ach, die eine Flüge haben wir schon, oder was? Die Kartenflüge müssen wir jetzt noch holen. Ich denke es nicht. Du musst ausgerechnet dort lang gehen. Jetzt drehst du Kreise auf der Treppe. Warum? Komm hier runter. Ich muss da hoch. Scheiße. Nein, nein, ach, was, wie soll ich denn da auch hochkommen? Scheinbar gar nicht. Du bist der Bekloppte. Okay. Statuen des verlorenen, dreiblickenden Zauberers. Das Buch ist der Bekloppte bekannt ist. Verwirrt die Schüler von Hogwarts seit Ewigkeiten. Kommt er oder geht er gerade? Steht er am Anfang einer Reise oder am Ende? Wir werden es vielleicht nie erfahren. Ich will die Vertrauensschüler nicht angreifen. Steht der so rum? Vielleicht kommen die anderen dort raus. Geht er da hoch? Geh mal gucken, was es hier so gibt. Dann können wir da. Vielleicht über den Weg hinkommen. Das war äußerst unklug. Schnell, bevor er umdreht.
Krankenflügel. Tentacula im Krankenflügel. Das war sehr auffällig. Nein, bin er hier. Verdammt mich. Ich wollte in dieser Situation. Das hätte ich wissen müssen. Ach nö. Noch her. Das letzte Mal so gut geklappt. Was macht der? Natürlich klappt das kein zweites Mal. Als Vertrauensschülerin befehle ich allen Störenfrieden, sich zu zeigen. Keiner da. Ich hasse es. Das ist doch zum Heulen. Hier kriegt eh nichts mit. Hier ist keine Sau. Schaffen wir es an mir vorbei. Wieder mal auf Abenteuertour. Revelio. Einhornspringbrunnen. Der majestätische Einhornspringbrunnen verleiht dem Krankenflügel von Hogwarts eine Atmosphäre der Gelassenheit und Ruhe. Eine vielversprechende Wette erkennen. Und Ravenclaw wäre keine gewesen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Ich würde auf Hufflepuff setzen. Würde ich auch. Jetzt schnell zurück. Oder nicht. Jedenfalls hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Ich wollte endlich die Quidditch-Regeln lernen.
Ein majestätischer Sport. Na, Quidditch wird dieses Jahr nicht stattfinden. Oh oh. Schnell weg hier. Oh oh. Ne, das war blöd. Dem jetzt vorbei. Mr. Moon, ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Aha. Mal sehen, was ich tun kann, aber ich bin recht beschäftigt. Ich kann nichts versprechen. Verstehe. Aber ich hoffe, Sie werden die Zeit dazu finden. Falls das etwas ändert, hätte ich Ihnen im Gegenzug etwas anzubieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Aha. Wie viele Statuen sind es insgesamt? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Na toll. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Das wird zu nehmen, Christi gradiert. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Ja, stimmt, da gibt's Stufe 1 und Stufe 2, die wir noch knacken können. Wird sich lohnen, aber... Gut, ich halte die Augen offen. Ja. Das wäre nett. Ich wusste, dass... Das dringend... Das... Das Sieg liegt auf meiner Priorität. Würdet ihr mal nach Hogsmeade? Vielleicht können wir da nebenbei in Hogsmeade noch ein bisschen den Kobold. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Okay, den Auftrag haben wir erstmal abgeschlossen. Katze streicheln. Okay, wenn wir auf Demigeist-Statuen treffen, dann nehmen wir die mit, aber... Jetzt müssen wir erstmal zu den drei Besen.
Und ich meine, war keiner in Gryffindor? Kann mir keiner sagen, wo der Gryffindor im Gemeinschaftsraum ist? Da habe ich nämlich auch schon gesucht. Den Hufflepuff-Turm, den Ravenclaw-Turm habe ich schon gefunden. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich den Slytherin-Raum auch schon gefunden habe. Bloß halt kein Hinweis darauf, dass der dort wirklich ist. Hier geht's raus. Diese Ritterstatuen, die immer summen.